Nachdem ihr euch im letzten Part wahrscheinlich 1000 Facepalms gegeben habt und für mich gefremdschämt habt. Ist es ein Wort? Gefremdschämt? Naja. Geht's jetzt hier weiter. Wir werden jetzt endgültig Errol retten. Ich habe einfach im letzten Part total vergessen, dass ich das Dekoblatt habe. Im vorletzten Jahr eigentlich auch schon. Ja, ich habe mich aber zum Glück rechtzeitig noch daran erinnert, dass ich es habe. Beziehungsweise ich habe es nachgeschaut, was ich denn für Items habe. Es war gut, ich wollte nämlich eigentlich gerade aufgeben und nachgucken. Naja. Jetzt wissen wir aber, dass wir das Dekoblatt haben und dass wir damit ja fliegen können und können damit jetzt auch endlich zu dem Ort zurückkehren, wo Errol gefangen gehalten wird. Und hoffentlich auch immer noch gefangen halt gehalten wird. Und nicht nur, dass es nicht nur damals der Fall war. Ich überlege mir gerade, war es notwendig, die Dinger auszuschalten? Ich meine, man hat ja hier einen Scheinwerfer normalerweise. Und hier in dem Fall wären wir jetzt wieder machtlos. Können die uns dann von hier runter bomben oder sagen die ja, okay, du musst sie nicht mehr nochmal ausschalten? Das wäre eigentlich interessant zu wissen, weil ich habe es jetzt mal gemacht, weil ich nicht wusste, ob es irgendwas bringt. Nein! Link, schrei doch nicht so. Da hatte ich jetzt extremes Glück. Ich hätte auch anders laufen können. Und dann wäre ich richtig gearscht gewesen. Aber ich. Der Typ ist weg, ne? Gut. Dann kann ich hier ruhig weiter. Sonst hätte ich ihn jetzt abgeschossen. Wir haben jetzt zum Glück den Bogen. Naja. Oh Mann, ey. Ich habe mir aber echt schon richtig Sorgen gemacht, dass ich hier einfach, vielleicht irgendwie noch ein Item brauche oder irgendwie, dass ich das irgendwas total vergessen habe, aber ich habe auch wirklich was total vergessen, aber es war eigentlich genauso ein einfacher Fail, wie ich es dann auch eigentlich befürchtet habe. Es ist tatsächlich so passiert, wie ich es mir gedacht habe. Ich habe einfach total vergessen, dass ich fliegen kann. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Deswegen, ja, es ist, ich komme nicht drüber hinweg, echt nicht. Gut, jetzt kommen wir aber endlich wieder in den Raum, in dem drei Mädchen gefangen gehalten werden. Und das wollen wir jetzt natürlich endgültig beenden mit unserem Master Sword. Aber erstmal gucken wir lieber, ob die Luft diesmal rein ist und nicht wieder irgendwo ein Vogel auftaucht. Errol, bist du noch da? Ach, lieber vorsichtig. Du kommst mir nicht nochmal hier rein und schleuderst mich weg. Die Luft scheint rein zu sein. Wunderbar. Und Errol ist zum Glück immer noch da. Link! Und da sehen wir wieder die eine Tochter des reichen Typen aus Portemonnaie, dem das Auktionshaus gehört. Oder beziehungsweise dem das Haus gehört, in dem Auktionen stattfinden. Ich denke nicht, dass er. Obwohl doch, er vermietet das bestimmt nachts. Naja. Und einmal von diesem Bettler da. Und die Möwe macht mich irgendwie nervös mit ihren Augen. Dir geht es also gut. Die Frage ist eigentlich andersrum gewesen. Ich meine, ich musste dich ja retten. Und Gandorf hält dich gefangen. Also, es ist eigentlich nicht so selbstverständlich, dass es dir gut geht. Das freut mich. Naja, aber sie scheint uns. Sie scheint sich mehr um uns zu sorgen als um sich selber. Sehr selbstlos. So geht die Tür nie auf. Wo kommt ihr denn jetzt her? Unüberlegt wie immer. Danke. Hätten wir nicht diesen Riesenvogel für dich abgelenkt, dann hätte er dich wieder geschnappt und du würdest jetzt um deine Haut planschen. Ja. Tja. Doch nicht so unüberlegt. Wir haben das Master Sword, Baby. Dieses Schwert. Und wo hast du es her? Habe ich bei Teddy gefunden für 2 €. Bist du etwa... Ja, ist es denn die Möglichkeit? Offenbar. Was auch immer du jetzt wieder für Rückschlüsse gezogen hast, bist du Professor Layton? Mit deiner berühmten Intuition? Naja. Jedenfalls nehmen wir diese Mädchen hier in die Verwahrung. Nein. Ihre Väter in der Stadt zahlen uns nämlich ein Vermögen für die Kleinen. Ja, okay, die beiden können wir haben. Das ist mir egal. Auch sehr interessant, dass der Rock quasi ausgefüllt war von unten, damit man ihr ja nicht von den Rock schauen konnte. Tja. Da hat die sich schon gefreut, dass er ihr Videomaterial bekommt, aber nee. Die Röcke waren leider ausgefüllt. Sorry, Sebastian. Naja. Ich will eure Wiedersehen ja nicht stören, aber. Aber was? Gibt es da nicht noch etwas, das du zu erledigen hast? Ja. Allerdings. Die Rache ist mein. Mach dir keine Sorgen um sie. Ich werde sie wohlbehalten nach Hause bringen. Kann ich dir vertrauen? Ich meine, du hast mich schließlich in diese verwunschene Bastion geballert und ich musste mich ohne Schwert durchtanken. Aber wieso eigentlich nicht?
Eigentlich sollte ich dir eine Belohnung von dir verlangen, aber diesmal will ich eine Ausnahme machen. Geht aufs Haus. Okay, solange du Errol nicht aufs Haus setzt. Dein großer Bruder muss da noch etwas erledigen, weißt du? Er wird nicht lange brauchen, also musst du schön brav auf ihn warten, verstanden? Link, ich habe Angst vor dir. Ach, keine Sorge, die hat Haribo für dich. Captain, wir müssen uns beeilen. Dieser Riesenvogel ist auf dem Weg hierhin. Gonzo, du kommst wie gerufen. Hier, sie nehmen wir auch mit. Schön sagte Gonzo, ja? Was? Aber sie ist doch... Es ist mir egal, ob sie so klein ist wie... Ist doch egal. Tu einfach, was ich dir sage, okay? Und mach keine Schweinereien, ja? Link! Wird schon gut gehen. Oh Mann. Seine kleine Schwester einem Piraten anzuvertrauen, ist, glaube ich, keine gute Idee. Aber uns bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen den Riesenvogel besiegen. Link, sieh zu, dass du zurückkommst. Werde ich tun. Haben wir ein Date? Egal. Das Date muss auf jeden Fall warten. Wir müssen uns zuerst um diesen Spaß kümmern. Und wir dürfen ja nicht vergessen, ein Foto zu machen. Und wir haben sowieso keine andere Wahl. Und jetzt will er uns auch noch ersaufen. Nee. Ich bin beim letzten Mal nicht ersaufen, dann bin ich jetzt auch nicht ersaufen. Oder werde ich jetzt nicht ersaufen, besser gesagt. Dich werde ich richtig schön penetrieren. Da kannst du Gift drauf nehmen. Aber erstmal... Foto. Kommst in mein Album, so. Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung, was ich überhaupt mit dem machen muss. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich den... Oder? Ich muss den, glaube ich, mit dem Hammer irgendwie treffen, aber... Obwohl, ich glaube, ich muss im ersten Teil nur fliehen. Ich glaube, der wirkliche Kampf beginnt dann erst oben, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ich meine, ich kann ja auch nicht wirklich was machen. Der greift mich zwar an und lässt irgendwelche Gegner aus den Krügen... Na gut, die springen selber da raus. Dafür ist er nicht verantwortlich. Auf jeden Fall haben wir auch nicht wirklich die Möglichkeit, ihn anzugreifen. Und das Wasser steigt ja kontinuierlich, auch wenn es sehr langsam ist. Kein Vergleich zu Twin Sanity oder so, ne, hier. Klassenzimmer-Chaos. Mit der grünen Pampe. Ah ja, okay. Bam! Na, tut das weh? Das ist mir scheißegal, weißt du das? Ach ja, müssen wir immer wieder von unten anfangen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie das war. Ich warte hier einfach mal ein bisschen. Kommen wir hier denn irgendwie weiter? Ja. Dann müssen wir, glaube ich, hier hingehen und dann wird jetzt gleich... Ja, tatsächlich. So war es. Dann haben wir jetzt nämlich unsere richtige Kampfarena. Das Foto haben wir zum Glück schon, deswegen müssen wir uns darum nicht mehr kümmern. In der Einstellung hat man gerade auch wieder schön gesehen, dass Link den Hammer mit der linken Hand hält. Die einzigen Spiele, wo er das Schwert mit rechts hält, sind ja bekanntermaßen Skyward Sword und Twilight Princess Wii Version. Wobei ich gerade gar nicht weiß, wie es beim DS ist, weil die meisten Leute sind ja Rechtshänder, das war ja die Begründung. Und das müsste beim DS eigentlich genauso sein. Ja, hier ist eigentlich auch ein simples Prinzip, wir müssen ihn eigentlich nur mit dem Hammer besiegen. Wir müssen eigentlich nur warten, bis er seinen Kopf in den Sand steckt, also nach uns pickt, sozusagen. Nee, aber beim DS müsste er doch eigentlich auch Rechtshänder sein, oder? Ich weiß es nicht, ich weiß es überhaupt nicht. Die DS-Teile werde ich sicherlich auch noch spielen. Also, Phantom Hourglass und Spirit Tracks, auch wenn die ja nicht so gut sein sollen. Sagen zumindest sehr viele. Ja, das war dumm von mir. Da habe ich den falschen Knopf gedrückt. Und mein Akku ist fast leer, hey. Das interessiert mich, ein Scheißtrick. Er hinterlässt Federn, aber die können wir nicht einsammeln. Das sind jetzt keine goldenen oder so. Die Steine geben bestimmt auch Herzen, könnte ich mir vorstellen. Möchte ich gerade mal testen. Ja, gut. Haben wir noch nicht wirklich nötig gehabt, das war ziemlich knapp. Der Kampf erinnert auch so ein bisschen an Argorok aus Twilight Princess aus Kumula. Was ich ziemlich cool finde, weil Argorok ist einer der coolsten Endbosse überhaupt, finde ich persönlich. Weil der ist sehr innovativ und so. Ich weiß gar nicht, meine Toplist ist ja eigentlich so der Dai Lom aus Skyward Sword, aus meinem Lieblingsdungeon, dem vierten, dem Höhlenheiligtum, ist immer noch auf Platz 1. Platz 2 ist mittlerweile Goat aus Majora's Mask, ihr kennt den sicherlich, wer Majora's Mask kennt, ne? Aus dem Pikibernia-Tempel, er ist einfach geil. Ich finde einfach richtig, richtig geil. Es macht immer wieder Spaß, ihn zu besiegen, man muss es ja auch
wenn man alles schaffen will, muss man ja auch öfter besiegen, weil man ja den Frühling in im Gruendorf bzw. in Pikibären ja generell braucht. Deswegen muss man ihn nach. Oh, ah, das habe ich vergessen, ja. Okay. Da muss man ja auch öfter besiegen. Und ich finde einfach nur so richtig geil und innovativ und es macht einfach nur mega Bock. Ohne Spaß. Ich finde den Boss so cool. Ja, und auf Platz 3 weiß ich gerade gar nicht. Also diesen Jalhalla. Den lernen wir ja noch kennen. Der ist entweder im nächsten oder im übernächsten Dungeon. Den finde ich einen richtig coolen Boss. Und seine Maske ist ab. Dann kriegst du jetzt richtig mit dem Schwert einen übergebraten, du Spaß. Ich weiß nicht, ob der Hammer da stärker ist, aber ich nehme da einfach mal das Master Sword, weil das haut auch auf jeden Fall mega rein. Das macht ja bestimmt wieder Wind, ja, wusste ich's doch. Ja, dann eigentlich Jalhalla oder Argorok auf Platz 3. Wobei, ob Argorok der geilste in Twilight Princess ist, wage ich mittlerweile auch zu bezweifeln. Mittlerweile, nee, ich glaube, den aus dem zweiten Dungeon finde ich sogar noch cooler. Twilight Princess hat eigentlich nur geile Bosse, muss ich sagen. Okay, nicht nur geile Bosse. Der erste ist ein bisschen kacke. Den mag ich nicht so. Aber erinnern wir uns jetzt mal. Der zweite Boss, den finde ich einfach mega geil mit diesem, wo man an seinen Ketten ziehen muss, damit er so von seinen Füßen gerissen wird und so. Das finde ich mega geil. Richtig geiler Kampf. Auch sehr innovativ. Dann überlegen wir uns einfach mal hier in der Bergruine. Die Frau des Yeti. Auch ein mega geiler Boss. Und natürlich nicht zu vergessen, eben Argorok. Also, allein diese drei Bosse sind richtig geil in Twilight Princess. Skeletulor, den habe ich total vergessen, natürlich. Den finde ich ja eigentlich... Oder, naja. Skeletulor ist auf jeden Fall ein richtig geiler, der aus der Wüstenburg halt. Wobei ich eigentlich den aus dem zweiten Dungeon immer noch den besten finde, jetzt muss ich doch so sagen. Aber Argorok... hier, Skeletulor und... Wir haben übrigens einen Erzcontainer für den Boss bekommen, das finde ich sehr interessant. Das wusste ich auch nicht mehr. Und, ja, ich weiß nicht, wie du aus dem zweiten Boss, aus dem zweiten Dungeon heißt. Oder eben die Frau des Yeti. Also, das sind einfach alles so geile Bosse. Twilight Princess setzt auf jeden Fall in Sachen Dungeons und Bosse absolut neue Maßstäbe. In Sachen Bossen und Dungeons ist das auf jeden Fall mein Lieblingsteil. Also, das muss man mal so sagen. Also, die Dungeons sind ja auch einfach mega groß und auch, also, sie sind in einer hohen Anzahl vertreten, sind aber trotzdem sehr groß und das... Das ist jetzt einfach völlig neue Maßstäbe und ich hoffe, dass man sich da in Zelda Jod dran orientieren wird. Aber jetzt möchte ich nicht mehr von Twilight Princess und anderen Zelda-Teilen reden. Das können wir noch machen, wenn wir wieder genug Segeleien zu tun haben. Beim ganzen Sidequesting. Das wird auf jeden Fall wieder kommen. Aber erstmal haben wir jetzt einen anderen Herren vor uns, der auch in Twilight Princess vorkommt. Um eine kleine Verbindung zu schaffen. Tja. Es ist lange her, Junge. Dass du es bis in das Innere meiner Festung geschafft hast, nötigt mir durchaus Respekt ab. Ich will keinen Respekt von dir. Jedenfalls ist dein Mut beachtlich und... Oder sollte ich vielmehr sagen, deine Torheit? Gestatte mir, dich vorzustellen. Mein Name ist Ganondorf. Aber das weißt du bestimmt schon. Ich bin der Borgherr dieser sogenannten verwunschenen Bastion. Ich habe keine Angst vor dir. Ich habe das Masterschwert. Lass mich dir eine Frage stellen, Junge. Als du dieses Schwert aus dem Stein gezogen hast, haben sich da nicht all die Kreaturen, die vorher gänzlich erstarrt waren, wieder angefangen zu bewegen? War das grammatikalisch korrekt? Das klang irgendwie ein bisschen komisch. Naja. Bist du in der Lage, eins und eins zusammenzuzählen und verstehst du, was das zu bedeuten hat? Ich bin gerade mal in der vierten Klasse. Ich habe gerade mal das Dividieren gelernt. Deswegen kann ich 1 und 1 leider noch nicht zusammenzählen. Sorry. Diesem Schwert wohnt die Stärke inne, das Böse vom Antlitz der Welt zu verbannen. Und das nicht nur in dem Sinne, dass es im Kampf dämonische Gegner bezwingt. Nein. Dies ist vielmehr sogar noch ganz und gar wörtlich zu verstehen. Es ist das Bannsiegel, mit dem wir Dämonen gebannt und eingesperrt werden können. Ja, wenn wir der Legende aus Skyward Sword bzw. den Geschehnissen glauben können, tragen wir quasi immer noch die Restessenz des Todbringers mit uns rum. Tja, ja. Und das verband natürlich auch Ganondorf und verband auch unter anderem das Heilige Reich in Ocarina of Time. Das Master Sword ist auf jeden Fall sehr machtvoll, das stimmt.
Und du, mein Junge, hast eben jenes Bannsiegel gebrochen und wieder Freiheit geschenkt. Und zwar uns, den Bösen. Ja, dank uns gefälligst. Du Spaß! Ich will dich töten! Wir haben ihn gekillt. Obwohl, ich glaube, es war ja andersrum. Scheiße. Vielleicht sind wir doch zu schwach. In der Tat sind wir das. Scheiße. Mit diesem Schwert, dem das Licht fehlt, das Böse zu verbannen, kannst du mich nicht, kannst du mich niemals verzwingen, bezwingen. Mein Gott. Ich schicke dich ins Jenseits, damit du es dem Schmied dieses Schwertes ausrichten kannst. Mich würde mal interessieren, wer ist eigentlich der Schwert dieses Schmiedes? Der Schwert dieses Schmiedes, genau. Hm? Oh mein Gott. Der Schwert dieses Schmiedes, genau. Der Schmied dieses Schwertes, das sind doch eigentlich die Götter, oder? Also die Götter haben das zwar das Triforce erschaffen, aber irgendwie doch auch bestimmt das Master Sword, oder? Also, ich weiß ja nicht. Also rein theoretisch ist Link doch selber der Schmied. In gewissem Sinne. Also nicht von der Ursprungsform. Also wenn wir jetzt mal an Skyward Sword zurückdenken, weil da kommt das Master Sword ja her. Es war ja eher einmal, einst das Schwert der Göttin. Was wir gefunden haben und wo wir Fei kennengelernt haben. Also wo wir Fei folgen sollten zuerst. Und dieses Schwert muss ja schon irgendwer geschmiedet haben. Das heißt, der Schmied dieses Schwertes der Göttin ist ja theoretisch auch das Schwert des Master Swords in gewissem Sinne. Weil Link hat das Schwert ja später nur gestärkt und dadurch ist es zum Master Sword geworden. In gewisser Weise ist auch Zelda ein Teil des Schmieds, wenn Link ein Teil des Schmieds ist, weil Zelda hat ja quasi ihre Macht auf das Schwert übertragen und dadurch ist sie erst zum wahren Master Sword geworden und so weiter und so fort. Aber theoretisch würde ich eigentlich sagen, der das Schwert der Göttin aus Skyward Sword geschmiedet hat, und da gehe ich jetzt einfach mal von den Göttinnen aus, ich weiß nicht wieso, würde ich sagen, ist dann auch der Schmied des Master Swords. Aber das ist nur ein kleiner Exkurs in die Richtung. Was Gendorf einfach mal wieder für eine Gedankenflut auslösen kann. Der Trumpf sticht nicht mehr. Scheiße. Tetra, wo kommt die denn jetzt her? Du meinst, du hast eine Chance? Link, schnell! Was soll ich tun? Hey! Lass mich los! Du kleine, schmutzige Ratte. Dich werde ich jetzt erstmal schön mit dir spielen. Genaueres wollen wir euch ersparen. Gendorf hat das Triforce der Kraft auch in diesem Teil und er scheint irgendwas zu bemerken. Mein Triforce der Kraft reagiert auf sie. Ich habe dich endlich gefunden, Prinzessin Zelda. Holy fuck, that plot twist. Wer bitte ist diese Zelda? Wovon redest du da? Gib dir erst gar nicht die Mühe, dich dumm zu stellen. Wenn du nicht Zelda bist, warum sollte dann mein Triforce... Keine Ahnung, vielleicht irrt sich das Triforce ja. Die Meistermännchen! Oh, nein, es waren die Orni. Sie haben uns gerettet. Moment, war das nicht Komori? Und Valu. Der ehrenwerte Valu. Mich wundert ein bisschen, dass diese schmächtigen Flügel den tragen können. Aber okay, warum nicht? Ach, ist das nicht ein toller Anblick. Jetzt müsste die Kamera ein bisschen rauszoomen und dann würde es ein bisschen an die Freiheitsstatue erinnern, wie finde ich so. Naja. Sehr schön. Gendorf wird wahrscheinlich nicht Geschichte sein, aber wir haben ihn immerhin schon mal ordentlich zurückgewiesen und vor allem haben wir Zelda gerettet. Keine Sorge, Link, sie ist nur bewusstlos. Ach ja, dann geht's ja. Es ist tatsächlich Komori. Das ist schon krass. Eine wahre Heldengeschichte. Deiner Schwester geht es auch gut. Sie konnte zusammen mit den Piraten heil von der Insel fliehen. Großer Valu, ihr habt sie vor dem sicheren Tod bewahrt. Ich spreche euch mal meinen tiefsten Dank aus.
Okay, er will offenbar ein paar Plätzchen dafür. Die werde ich dir bringen. Dessen bin ich mir bewusst. Ich werde sie dir bringen, höchstpersönlich. Aber unsere erste Sorge sollte, oder unsere oberste Sorge, muss es jetzt aber sein, die beiden so weit wie möglich von Ganon wegzubringen. Sag einfach ja. Der Hals erinnert mich so ein bisschen an die Giraffe. Also an eine Giraffe, besser gesagt. Okay. Wieso musste der jetzt nur unbedingt nochmal um den Turm der Götter fliegen? Naja. So sei es. Link, die Details bereden wir später. Jetzt müssen wir erst einmal erneut in die Welt unterhalb des Meeres. Okay. Dann geht's ab. Ich hoffe, ich bekomme da gleich nochmal die Möglichkeit, na gut. Es wird nur noch ein Dialog mit dem roten Neuenkönig sein und dann können wir sowieso uns wieder frei bewegen, deswegen die paar Minuten machen es jetzt nicht aus. Aua! Link, bist du in Ordnung? Wo sind wir hier eigentlich? Moment! Was ist aus diesem Kerl namens Ganondorf geworden? Ach, der lebte glücklich ans Ende seiner Tage und so weiter. Dachte ich zumindest. Link, warum zögerst du? Was? Komm schnell in dem Raum, in dem das Master Sword. In dem das Master Sword gefunden hast. Da ist es jemandem möglich, meinen Stein zu benutzen. Sag mir, wer bist du? Dieser Stein ist nur für Link und mich. Damit nehmen wir Kontakt auf und treten in Kontakt und niemand hat sie erlaubt, ihn einfach so zu benutzen. Dein Name ist Tetra, nicht wahr? Ich habe dich durch mein Fernrohr beobachtet. Aber das ist eine andere Geschichte. Komm zusammen mit Link zu mir. Gute Idee. Dann kann ich erst einmal ein ernstes Wörtchen mit dir wechseln. Macht schon mal auf was gefasst. Link, du verschwendest unsere Zeit. Bring mich sofort zu dem Raum, wo sich der Kerl aufhält. Okay, das werde ich tun. Endlich gehorcht uns mal eine Frau. Nein, jetzt kommen wieder die ganzen Feministinnen hier. Ja, aber eigentlich ist es doch mittlerweile andersrum. Frauenquote. Naja. Okay. Frauenquote hin und her. Im nächsten Part werden wir Tetra sicher zu dem Raum eskortieren, wenn sie denn am roten Neuenkönig vorbeikäme. Du bist echt ein bisschen dumm, oder? Naja. Auf jeden Fall werden wir sie zu dem Raum bringen, wo jemand ihren Stein benutzt. Ihren Stalkerstein. Ich weiß ja gar nicht, was der alles von ihr gesehen hat, so. Mit dem Stein. Naja, ich glaube, wir wollen es auch alle gar nicht wissen. Allerdings wollen wir wissen, wer denn da in dem Raum auf uns wartet. Wer zu uns gesprochen hat. Wir werden es erfahren. Bleibt gespannt. Bis dahin. Tschüss.